Hallo Mädels und Jungs, herzlich willkommen zu unserem fünften Training. Heute, wie angekündigt, Sprünge. Das heißt, heute wird es ein bisschen anstrengend. Wir springen viel, wir versuchen alle Sprünge so ein bisschen mal anzuritzen und auszuprobieren. Krafttraining ist dabei und ein schönes, anstrengendes Warm-up. Ich starte heute, Coco steigt später ein. Wir starten mit Hampelmann. Und wir springen mit beiden Beinen zurück. Und die Beine machen eine Schwerbewegung nach vorn. Schön die Zehenstärken, Knie fest. Jetzt kannst du zur Seite. Mit den Beinen öffnen, schließen. Die Fersen an, Beine bleiben geöffnet. Auf.
Wechselsprünge. Skippings. Öffnen, schließen. Schön runter in die Hocke gehen. Sucht euch ein bisschen Platz. Wir probieren den Kreuzlauf. Vorn, öffnen, hinten, öffnen. Vorn, öffnen, hinten, öffnen. Und schneller. Hopserlauf. Dabei könnt ihr die Arme wieder kreisen. Erst ein Arm. Andere Richtung. Andere Seite. Beide Arme. Richtungswechsel. Indianer. Und wir laufen am Ort. Schneller werden. Ganz schnell. Langsamer. Schneller.
gehört. Das war die allgemeine Erwärmung. Die Coco macht mit euch jetzt die turnerische. Viel Spaß. Spatz. Probiert es am Ort. Wenn das nicht klappt, immer 3 Sprünge nach vorn, 3 zurück. Beim Spatz denkt dran, die Knie sind ganz fest. Ganz gerade Knie, einen Eisenstand haben wir. So, Giraffe. 3 Schritte nach vorn, 3 Schritte zurück. Immer dran denken, die Knie sind Eisenstein. Knie sind ganz gerade, niemals angewinkelt. Elefant. Schritte, Schritte, Schritte und das Ganze auch wieder zurück. Immer schön die Knie durchgedrückt lassen. Das ist eine Dehnübung. Elefant mit Rückspreizen. Die Hüfte nicht auszudrehen. Knie sind fest, Zehen sind gespannt. Knie fest, Zehen sind fest. Und noch einmal vor und einmal zurück. Raupe machen wir noch einmal. Runter, nach vorn rabbeln, so weit es geht. Und mit den Füßen rangrabbeln. Gerade Knie. Und das Ganze rückwärts, Raupe rückwärts. Ganz weit und die Arme rabbeln. Die Arme. Und nochmal abrollen. Gut, wir stehen in Position Arme. Jetzt kommen wir zu unserem Spreiztraining. Dann mit eurem Lieblingsbein. Wir beginnen mit Vorspreizen am Ort. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zur Seite. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und rückspreizen. Oberkörper bleibt aufrecht, nur das Bein spreizt. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andere Seite, vorspreizen. Und los geht's. Und 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zur Seite.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nach hinten, Rückspreize. Oberkörper bleibt aufrecht, Arme sind fest. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alles schon wieder. So, wir machen das Ganze entwickelt, aber nur nach vorne und zur Seite. Wir starten wieder mit unserer Lieblingsseite. Also erstes Knie nach oben, dann nach vorne wegstrecken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zur anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ab, wieder das erste Bein zur Seite, haben wir vergessen. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Andere Seite. 10, 9, 8, 10 sind gespannt. 5, 4, 3, 2, 1, ab. So, wir starten wieder mit der Lieblingsseite. Tipp vor, Seite rück und wieder nach vorn. Also leicht den Boden berühren und das Bein zur Seite führen. Genau. Umgehen. Fünf, noch drei und letzte. Gut. Andere Seite, die Arme, denke mal dran, die sind in einer Seitschrägrückhalte, auch wenn es anstrengend ist, haltet die Arme. Also Arme fest. Vorne Tipp, Seite Tipp, hinten Tipp und wieder von vorne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das Ganze geführt im 90-Grad-Winkel. Und nicht ganz so viele, weil es sehr anstrengend ist. Also hoch das Bein zur Seite zurück und wieder hoch, Seite rück. Hoch, Seite rück, noch zwei, rück und der letzte hoch, Seite rück. Andere Seite, hoch, Seite rück, hoch, Seite rück. Ja, finde ich eure Balance. Zwei, hoch, Seite rück und nochmal richtig, hoch, Seite rück und ab. Geht was trinken? Wir dehnen uns kurz. Wir brauchen heute unsere Beine, weil wir auch ein paar Spagatsprünge machen. Deswegen bitte die Spagate kurz alle andehnen. Andere Seite.
Gut, wenn wir das haben, geht es im Stand weiter. Wir starten mit unserem ersten Sprung, und zwar unser Weitsprung. Schaut, wo ihr im Zimmer am meisten Platz habt. Denkt an die Arme, die werden mitgenommen. Macht 5. Genau, dann lauft ihr wieder zum Ausgangspunkt. Und wieder, nehmt die Arme mit nach vorn. Die schieben euch nochmal ein ganzes Stück nach vorn. Und achtet auf die Landung. Fester Stand. Kein Hin- und Hergebacke. Wir stehen fest bei der Landung. Immer wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und nach vorn schieben. Landung. Und wieder noch 2 Sprünge. Landung. Immer fest stehen bei der Landung. Sehr gut. Wir bleiben am Ort. Wir kommen zu unserem Strecksprung. Der Strecksprung stammt immer aus der Spannung. Arme, Schwung holen und dann geht es zur Decke. Saubere Landung, Arme sind vorn bei der Landung. Nochmal langsam, spannen, Arme, Schwung holen, Arme gehen zur Decke, saubere Landung, Arme sind vor euch. Spannen, Arme, Schwung holen, Arme gehen zur Decke, saubere Landung, Arme sind vor euch. Und jeder für sich 10 Sprünge. Die Beine sind geschlossen. Die Zehen sind gestreckt. Saubere Landung. Die Hälfte solltet ihr haben. 4, 3. 2, 1. Gut. Wer sich das Niveau etwas steigern möchte, der sucht sich eine Linie oder malt sich vielleicht sogar eine Linie oder denkt sich eine Linie, als wenn ihr diese Sprünge auf einem Balken macht. Also müsst ihr auch leicht versetzt eure Füße aufstellen. Dann macht ihr alle eure Sprünge einfach auf einer Linie. Gut, der nächste Sprung ist unser Hocksprung. Wichtig dabei ist, Knie gehen zur Brust, Oberkörper bleibt aufrecht. Genau, und jetzt dreht sich die Kuppe ein Stück zur Seite, dass ihr es auch von der Seite seht. Knie hoch zur Brust, sauber landen. Arme gehen zur Decke. Knie hoch, Zehen sind trotzdem durchgedrückt, saubere Landung. Also, das ist wieder erschweren möchte, sucht sich eine Linie, malt sich eine Linie oder denkt sich eine Linie. Füße leicht versetzt. Da, wo ihr abspringt, müsst ihr auch wieder landen. Wenn ihr ein Stück weiter vorn landet, war das kein Hocksprung. Da, wieder noch 5. Und der letzte. Gut, unser nächster Sprung ist unser Pferdchensprung. Arme sind wichtig, Oberkörper ist immer fest bei jedem Sprung. Erst kommt das eine Knie nach oben, dann das andere, aber beide gehen zur Brust. Beide Knie mindestens Hüfthöhe. So hoch solltet ihr die Knie bringen. Beide. Das ist ein, dann das andere und still. Wieder 10 Sprünge für jeden.
4, 3, 2 und der letzte. Gut, zum Fertigsprung gehört immer unser Chassé-Sprung. Denkt dran, der hintere Fuß überholt niemals den vorderen. Arme sind fest, sauberer Stand. Fest, stehen. Stehen. Oh. Fest, stehen. Was ihr auch machen könnt, ist immer die Seite wechseln. Wir machen gerade immer nur eine Seite. Ihr dürft es aber auch gern abwechseln. Einmal rechte Seite, einmal linke Seite. Beim Chassé-Sprung, ähnlich wie beim Strecksprung, geht es nach oben. Wir springen nach oben. Und noch 3 Sprünge für jeden. Und der letzte. So, wer ein bisschen mehr Platz im Zimmer hat, probiert mal die Kombination, unser Pferdchen-Chassé-Sprung. Wer keinen Platz hat, muss es leider nochmal einzeln machen. Also wir starten mit einem Chassé und dann kommt unser Pferdchen-Sprung hin. Zack und hepp. Genau. So. Chassé und jetzt hoch zum Pferdchen. Fertig. Und noch 5 Sprünge. Drei. Zwei. Und die letzte Kombination. Gut. Wir kommen zu unserem Schersprung, ähnlich wie Pferdchensprung, nur jetzt sind unsere Beine gestreckt. Genau. Springt nach oben, nicht nach vorn. Beine 90 Grad. Knie sind durchgedrückt, Zehen sind fest. Noch 5 Sprünge für jeden. Noch 3. Und der letzte. Gut. Jetzt wieder etwas einfacher. Unser Drehsprung. Wir starten mit einer halben Drehung. Wer es bereits kann und einen sicheren Stand hat und nicht umfällt, darf auch eine ganze Drehung machen. Arme gehen zur Decke. Saubere Landung, ohne hin und her zu wackeln. Spannung, Arme und hoch zur Decke, Landung. Wer noch nicht feststeht, bleibt bitte bei der halben Drehung. Wieder 10 Sprünge für jeden. Fünf. Drei. Und der letzte Sprung. Gut, jetzt wird es etwas schwieriger. Und zwar unser Spreizsprung. Wir haben uns ja schon vorgedehnt im Spagat.
Am besten, ihr macht auf eure Lieblingsseite immer Spannung, Arme, wie ein Strecksprung geht es nach oben. Jetzt spreizt ihr die Beine und schließt sie wieder zur Landung. Umso höher ihr springt, umso mehr Zeit habt ihr, die Beine zu öffnen. Deswegen ist die Sprungkraft wichtig. 10 Sprünge wieder für jeden. Zwei und der letzte. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch so eine Art Lehnsprung. Das ist vordere Bein angewinkelt, ist aber wie ein Spreizsprung, nur mit vorderem angewinkelten Bein. Zeigt mal. Gesehen? Vorderes Bein angewinkelt, hinteres wie beim Spreizsprung. Einfach mal ausprobieren. Hier geht der Sprung eher nach vorn als nach oben. Drei Sprünge für jeden. Und der letzte Sprung. Gut. Wir kommen zu unserem Pistolensprung. Ganz kurz für alle, wie die Beinhaltung ist. Dazu setzt ihr euch mal auf den Boden. So, Arme, Seitschläge und Halte, drehe ich mal zur Kamera. Das ist die Beinhaltung in der Luft. Also, das eine angewinkelt, das andere am Kopf. Das ist wie ein Strecksprung, geht zur Decke. Und ein Bein ist gestreckt im 90-Grad-Winkel und das andere kommt dazu mit dem Oberschenkel. Zeig mal auf die Seite. Seht ihr das? Die Beine sind eng. Nur eins ist gestreckt, das andere ist angewinkelt. Beide 90 Grad. So, du zeigst vor. Spannung, Arme, auch hier wieder, umso höher ihr springt, umso mehr Zeit habt ihr. Genau, 10 Sprünge für jeden. Noch 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, und der letzte Sprung für jeden. Gut. Unser letzter Sprung ist unser Spagatsprung. Schaut wieder, dass ihr genügend Platz habt. Hier geht der Sprung wieder, wie beim Lehnsprung, nach vorn. Wer sich schwierig machen möchte, sucht sich eine Linie. Das ist die Song, das heißt. Also nach vorn. Genau, das ist unser Spagatsprung, den wir üben möchten. Jetzt, wenn ihr über einen Graben springt. Noch 5 Sprünge für jeden. 3,
2. Und der letzte Sprung. Gebt euch nochmal Mühe. Sehr gut. So, das war unser kurzer Ausflug in die verschiedenen Sprünge. Es gibt natürlich noch mehr Sprünge, die wir aber jetzt noch nicht üben müssen. Wir kommen noch dran. So, wir dehnen uns. Wir dehnen erstmal unsere Arme. Fingerspitzen zeigen zu euren Knien. Die Daumen sind außen. Ihr setzt euch auf euren Popo. Die Unterarme werden gedehnt. Wir haben zwar jetzt wenig für die Arme gemacht. Andersrum. Wir stehen in der Bank, schieben einen Arm unter den anderen durch, setzen die Schulter auf, verdrehen unseren Oberkörper, bleiben in dieser Position. Andere Seite. Unsere Rutsche, Brust liegt am Boden, der Po ist der höchste Punkt. Wir lassen unseren Bauch durchhängen. Scharf versuchen, mit den Zehenspitzen seinen Kopf zu berühren. Wir bleiben in der Position, drehen wir den Oberkörper zur Seite. Andere Seite. Wir legen uns auf den Bauch, winkeln ein Bein an, umschlingen das Fußgelenk, drücken unser Becken zum Boden, mit denen hier unseren Oberschenkel. Wer nichts spürt, muss richtig sein Becken in den Boden lassen. Andere Seite. Zum linken Bein mit der Körperseite. Ja. Der Oberarm berührt hier den Fuß, der Unterarm. Schieben wir die Schulter richtig durch Richtung Boden. Andere Seite. Auch hier wieder die Schulter, die innere durchschieben. Oberer Arm berührt den Fuß. Mal zur Mitte, Bauch liegt am Boden. Beine schließen, Bauch zu den Oberschenkeln ziehen.
Kreuzchen machen, über den Rücken rollen. In die Brücke rausdrücken. Gegen die Brust drücken mit den Beinen. Immer wieder drücken, drücken, drücken. Ins Bettchen. Und nochmal alle drei Spagatseiten nehmen. Wechsel. Seite. Frosch. Schmetterling, Fußsohle an Fußsohle, Knie Richtung Boden drücken. So, das war unsere fünfte Trainingseinheit. Nächste Woche wird Thema Drehung sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!